Dort, wo früher ein Sparmarkt stand, befindet sich heute ein Kompetenzzentrum für Sanierung, Umbau und Zubau. Die Firma Wimberger sorgte wahrlich für einen Wow-Effekt, als die Türen dieses Bauwerkes für alle geöffnet wurden. Das Kompetenzzentrum Wow ist mehr als nur ein umgebauter Supermarkt. Es verkörpert das Engagement des Unternehmens für innovative Lösungen. Mit einem klaren Fokus auf nachhaltiges Wirtschaften und traditionelles Handwerk vereint das Zentrum mehr als 20 Aussteller auf einer Fläche von 870 Quadratmetern. Ja, das Besondere ist, dass er alle Leistungen, die für einen Umbau nötig sind, von einer Firma kriegt. Und hier auf der Ausstellungsfläche zeigen wir alle Produkte, die für einen Umbau nötig sind. Aber das wirklich Besondere ist, dass er da nicht zu viele Firmen laufen muss, sondern alle Leistungen von der Wimberger Gruppe diesbezüglich bekommt. Ja, der Anspruch, dass halt das Thema Umbauen, Bestandserhalten, Bestandsbauen, Sanieren mehr geworden ist die letzten Jahre. Der Markt hat sich ein bisschen verändert und das Gebäude haben wir gehabt. Das heißt, jetzt haben wir dann geschaut, hey, wie können wir das bestmöglich für das Thema nutzen, und dann ist das Wow entstanden. Die Wimberger Gruppe setzt gezielt auf Umbau statt Neubau, ganz im Sinne ihres Mottos Umbauen für morgen. Ein klares Zeichen also für nachhaltiges Bauen und Ressourcenschonung. Das Thema nachhaltig ist, wenn wir beim Thema Umbauen und Sanieren sind, einerseits schon insofern nachhaltig, weil man reißt nichts weg, man nutzt bestehende Ressourcen, und darum ist, glaube ich, wenn man das Bestandsthema forciert, ein Riesenschritt in Richtung Nachhaltigkeit, dass man nicht immer neue Wiesen verbaut, sondern Bestand nutzt und optimiert und Flächen verdichtet, und das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Beitrag da. Weil einfach der Markt in die Richtung Umzubau, Sanieren wieder hingeht. Das heißt, einfach beim Neubau sind die Grundstücke sind teurer geworden, es sind die Baustoffe sind teurer geworden, die Zinsen sind gestiegen, durch die Inflation ist das Ganze teurer geworden. Es wird für alle nicht mehr das Haus leistbar sein, es wird jetzt mehr in Richtung Um- und Zubauten gehen, und darum haben wir ganz stark auf dieses Konzept gesetzt. Der Tag der offenen Tür war ein voller Erfolg und hinterließ bei den Besuchern einen bleibenden Wow-Effekt. Die positive Resonanz der Bevölkerung zeigt, dass das Konzept auf breite Zustimmung stößt. Super! Schaut auch gut aus. Viel Information von den Firmen und was über. Man sieht alles perfekt. Ja, es ist wunderbar geworden. Nachdem ich Leon Feldner bin, habe ich sie ein bisschen mitverfolgt, die Bauarbeiten. Schaut gut aus, ist schön. Innen perfekt, muss ich sagen. Das ist das erste Mal. Ich freue mich, dass ich da heute da sein darf. Und es ist wirklich ein schönes Ambiente da und alles so neu. Und ja, wir werden einmal durchschauen und uns da ein bisschen rieseln lassen von Neuigkeiten, was es so gibt im Sanierungsbereich oder auch im Neubau. Wir sind schon gespannt, was uns erwartet. Ja. Ich habe es heute das erste Mal gesehen. Ich sage, wir schauen es an, weil es was Neues ist und schaut neu aus. Für den ersten Eindruck ist es einmal ein ganz schöner Bau, ist recht gelungen. Und so viele Aussteller herinnen, also enorm. Ja. Ja, ist einfach super. Früher sind wir da zum Spar einkaufen gegangen und jetzt der Wow-Effekt, na, einfach super. Aufgrund der gebündelten Beratung vieler Unternehmen ist das Kompetenzzentrum erste Anlaufstelle, wenn es ums Sanieren geht. Wir haben mit der Tochter umgebaut und haben vorher schon das Ganze übergeben. Aber ich bin halt nach wie vor interessiert, weil es lässt sich immer wieder was ändern. Da dort und da gehört noch ein bisschen was dazu gemacht. Und da hast du es auf einmal über ein anderes, das Fenster ist an. Ja, also ich muss ehrlich sagen, wir stammen aus einer Familie, wo ständig umgebaut wird. Also wir können immer alles brauchen von neue Badezimmermöbel oder Beton oder neue Ziegel, also für uns passt das da perfekt. Habt ihr irgendwas vor daheim, Umbau, Sanierung? Momentan nicht, aber man kann sich ja immer mal umschauen. Wir sind eigentlich immer interessierter, was es Neues gibt. I can't believe I finally found someone. I'll sing my teeth in disbelief, 'cause you're going.
Das neue Kompetenzzentrum WAU beeindruckt auf ganzer Linie und die Firma Wimberger hat es geschafft, durch innovative Ideen ein zukunftsorientiertes Gebäude zu bauen. Die Verbindung von moderner Technik, Nachhaltigkeit und Handwerkskunst sorgt für ein eindrucksvolles Gesamtbild, das seinem Namen WAU mehr als gerecht wird.